Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag zu Dependable AI, dem Engineering verlässlicher KI-Systeme. Mein Name ist Jens Heidrich. Ich leite die Abteilung für Smart Digital Solutions am Fraunhofer IESE. Das IESE ist ein Institut für Systems und Software Engineering. Und in diesem Kontext beschäftigen wir uns seit einigen Jahren mit der Absicherung von eingebetteten Systemen und Informationssystemen und Kombinationen daraus. Ich möchte heute zusammen mit meinem Kollegen Daniel Schneider, der sich gleich noch vorstellen wird, auf die Absicherung einer besonderen Systemart eingehen, nämlich KI-Systeme. KI-Systeme sind Systeme, die einen Teil ihrer Funktionalität über Verfahren der künstlichen Intelligenz wie beispielsweise maschinelles Lernen erbringen. Künstliche Intelligenz steckt heutzutage bereits in vielen Systemen, vom Sprachassistenten bis hin zu intelligenten Algorithmen, die unser Verhalten beim Online-Shopping oder in Social Media auswerten. In Zukunft werden uns KI-Systeme aber noch viel häufiger begegnen und das insbesondere in kritischen Anwendungsfeldern. Im Bereich Mobilität oder Logistik, wie man rechts sehen kann, werden hochautomatisierte oder autonome Fahrzeuge eingesetzt werden und neue digitale Dienste entstehen. Im Bereich Industrie 4.0 reden wir über autonome Produktionsmaschinen, intelligente fahrerlose Transportsysteme oder auch Cobots, die mit den Menschen eng zusammenarbeiten. Im Bereich Gesundheit und Medizintechnik reden wir über Robotersysteme, die bei OPs eingesetzt werden oder intelligente Gesundheits-Apps, die unseren Alltag bestimmen. Die Nutzung von KI-Systemen eröffnet neue Möglichkeiten und verspricht auch ein sehr hohes Wachstum. Aber gerade in den gezeigten Bereichen spielt die Dependability, also die Beherrschung des Risikos von eben nicht akzeptierbaren Fehlern und Fehlverhalten von KI-Systemen und in diesem Zusammenhang insbesondere das Thema funktionale Sicherheit oder Safety eine wichtige Rolle. Die Konstruktion und der Betrieb von KI-Systemen stellt in der Praxis oftmals eine Herausforderung dar, weil viele klassische Verfahren der Qualitätssicherung sich auf KI-Komponenten nicht oder eben nur sehr eingeschränkt übertragen lassen. Womit hängt das zusammen? Naja, Anforderungen an das System sind oftmals nicht vollständig beschreibbar. Funktionalität wird nicht klassisch programmiert, sondern zum Beispiel beim maschinellen Lernen durch Anwenden von Algorithmen auf Daten erstellt. Resultierende Modelle sind für den Menschen nicht verständlich und erschwerend kommt hinzu, dass gesetzliche und normative Vorgaben teils noch in der Entwicklung sind, wie zum Beispiel der Vorschlag zur Regulierung von KI-Systemen der Europäischen Union, der erst kürzlich veröffentlicht wurde. Das Fraunhofer IESE berät und unterstützt Unternehmen beim Engineering verlässlicher KI-Systeme und begleitet sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das fängt bei der KI-Strategie an, über die Entwicklung des KI-Systems bis hin zur Absicherung bzw. Testing und Auditing zur Erfüllung der gesetzlichen und normativen Vorgaben. Wir unterstützen dabei, den Mehrwert zu identifizieren, die richtigen Szenarien zu finden, zu schauen, welche Daten werden benötigt, in welcher Qualität und Quantität. Wir bauen die Verlässlichkeitsargumentation für das KI-System auf, unterstützen auch entsprechende Evidenzen zu sammeln, um die normativen Vorgaben einzuhalten. Wir helfen beim Aufsetzen einer verlässlichen Systemarchitektur für das KI-System und wir haben auch eigene Softwarekomponenten entwickelt, zum Beispiel um die Unsicherheit eines KI-Systems im Betrieb zu quantifizieren und das Risiko dynamisch zu managen. Die Abbildung zeigt grundlegende Prozessbereiche für die Absicherung eines KI-Systems in einem sogenannten W-Modell, von der Top-Management-Ebene bis hin zur operativen technischen Ebene befinden sich verschiedene Aktivitäten. Die Darstellung orientiert sich dabei an einem Referenzmodell der DKE für vertrauenswürdige KI. Der Gesamtprozess beginnt mit der Erstellung einer Geschäftsstrategie und dem Herausarbeiten der konkreten Potenziale und Mehrwerte. Daraus werden dann technische Anforderungen auf Systemebene und ein konkretes Lösungskonzept abgeleitet. Das System wird dann klassisch in Teilsysteme zerlegt, die aus Software und Hardware bestehen können, die Software-Teilsysteme wiederum aus klassischen Softwarekomponenten und solche, die KI beinhalten und dann eine Normal- oder Sicherheitsfunktion des Systems abbilden. Die KI-Komponenten werden üblicherweise in einem hochiterativen Prozess entwickelt. Das bedeutet, dass das Modell inkrementell iterativ so lange verbessert wird, bis es
vorgegebene Qualitätskriterien einhält. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Härtung oder auch Evaluation des Modells. Anschließend werden die Einzelkomponenten des Systems im rechten Teil des W-Modells zum Gesamtsystem integriert und als Ganzes verifiziert bzw. validiert. Der Lebenszyklus eines KI-Systems endet aber nicht mit der Bereitstellung. In der Betriebsphase muss zudem die Performance kontinuierlich überwacht und es muss gelernt werden, wie das KI-System bzw. das dahinterstehende Modell zukünftig verbessert werden kann. Aus unserer Forschung im Kontext Dependable AI haben wir konkrete Lösungsbausteine für wesentliche Herausforderungen entwickelt, die wir in die Praxis übertragen. Die Abbildung hier zeigt eine Einordnung dieser Lösungsbausteine in unseren dargestellten W-Prozess und im Folgenden werden wir auf ausgesuchte Bausteine, die hier gelb markiert sind, näher eingehen. Vielen Dank, Jens. Wie eben angekündigt, würde ich mich nun gerne sehr kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Daniel Schneider. Ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Safety Engineering am Fraunhofer IESE und wir beschäftigen uns, wie eben der Name schon sagt, schwerpunktmäßig mit dem Thema Safety. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei uns auf dem Thema modellbasierte Safety Engineering. Das machen wir nun schon seit sehr vielen Jahren und haben dort auch ein entsprechendes Tool Framework entwickelt namens SafetyBox. Davon abgesehen beschäftigen wir uns, wie es eben für Fraunhofer Institute typisch ist, mit angewandter Forschung und in dieser Hinsicht eben mit den Themen des Safety Engineering der Zukunft, also der Frage, wie kann man die zukünftigen Systeme im Hinblick auf Safety absichern. Und ein Aspekt, der da natürlich ganz wichtig wird, ist die Nutzung von KI und Machine Learning und dann eben die Frage, wie man das absichern kann. So, nun würde ich gerne auf einige Bausteine unseres W-Modells eingehen, einige Dinge, die wir eben in den letzten Jahren entwickelt haben und diese ganz kurz vorstellen. Der erste Punkt ist das Explainable AI-basierte Hardening von Machine Learning Components. Die Idee ist, dass sobald die Komponente initial angelernt wurde, man nun irgendwie versucht, in die Komponente hineinzuschauen oder eben zu analysieren, wie diese Komponente zu ihren Outputs kommt. Und dabei eben dann den Menschen in die Lage zu versetzen, das zu plausibilisieren. Und Explainable AI kann eine derartige Technik sein. Also hier kann man eben visualisieren, zum Beispiel bei einer kamerabasierten Objektklassifikation, welche Bereiche des Bildes besonders einflussreich waren bezüglich der Klassifikation. Und da kann man eben als Mensch dann plausibilisieren, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Und wenn es keinen Sinn macht, dann muss man die Trainingsdaten entsprechend wieder verbessern und ein Retraining durchführen und dann kann man wieder drauf gucken. Nun ist es natürlich so, dass diese Technik eine Stärke darin hat, Missstände aufzudecken, allerdings eben jetzt nicht geeignet ist zu sagen, dass die Komponente in allen erdenklichen Fällen richtig agieren wird. Insofern ist es keine Silver Bullet bezüglich der Safety-Evidenzen, aber sicherlich hilfreich in der qualitätsgerichteten und auch sicherheitsgerichteten Entwicklung. Ein weiteres Thema, mit dem wir uns seit einigen Jahren beschäftigen, ist das Uncertainty-Management. Hier ist die Idee die, dass man eben nicht nur gerne einfach den puren Output hätte der Machine Learning-Komponente oder der KI-Komponente, sondern eben auch zusätzlich eine Information haben möchte, wie sicher jetzt diese Ausgabe ist. Also wenn man eine Objektklassifikation hat, wie hier zum Beispiel das Verkehrsschild, dann würde man ganz gern wissen, wie sicher sich die Komponente ist, dass es eben jetzt ein bestimmtes Schild ist. Und diesbezüglich betrachten wir drei Quellen von Unsicherheit. Das ist einmal das Model Fit, also die Frage, ob man ein Overfitting oder Underfitting hat. Das heißt, dass vielleicht zu viel generalisiert wird oder zu wenig generalisiert wird. Dann die Frage der Input Quality, also wie ist tatsächlich die Qualität der Trainingsdaten. Also wirklich im Sinne von, wenn man jetzt so eine bildbasierte Erkennung hat, wie ist die Qualität der Bilder? Und der letzte Punkt ist die Scope Compliance. Also habe ich jetzt, wenn ich jetzt in Deutschland Verkehrsschilder erkennen möchte, habe ich dann auch wirklich alle deutschen Verkehrsschilder gelernt? Oder habe ich vielleicht irgendwelche indischen Verkehrsschilder drin gehabt in meinen Trainingsdaten und umgekehrt? Seit 2 bis 3 Jahren entwickeln wir einen weiteren Baustein, der zu dem Uncertainty Management sehr verwandt ist.
etwas spezifischer vielleicht ausfällt, und das ist das sogenannte SafeML, und hier arbeiten wir mit einigen internationalen Forschern zusammen. Die Idee hierbei ist, dass man sozusagen eine Ähnlichkeitsmetrik etabliert zwischen den Trainingsdaten und den Daten, die das Netz tatsächlich als Input erhält. Und die Idee dann dahinter ist eben, dass man sagt, wenn die Daten, die man im Feld zum Beispiel gerade antrifft, wenn die überhaupt nicht ähnlich sind zu den Daten, die man gelernt hat, auf denen man gelernt hat, dann ist natürlich die Konfidenz negativ beeinträchtigt. Also, und das ist natürlich ein Ansatz, genauso wie der Uncertainty Wrapper, den man einerseits zur Entwicklungszeit, zur weiteren Härtung auch verwenden kann, oder eben tatsächlich auch als Laufzeitkomponente, sodass man einen parallelen Kanal hat, der eben zur Laufzeit dann eine Überwachung des Systems ermöglicht und eben dann dem System auch Metainformationen geben kann bezüglich jetzt der Konfidenz einer Ausgabe, die dann des Weiteren verwendet werden kann, um vielleicht zu entscheiden, ob man jetzt darauf basierend eine Aktion durchführen möchte oder eben nicht. Das letzte Thema, das ich kurz anschneiden möchte, ist das dynamische Risikomanagement. Dies ist ein Ansatz, den wir schon seit längerem im Rahmen unserer Safety Engineering Forschungsaktivitäten entwickeln. Die Idee ist, dass man natürlich bei den Systemen der Zukunft immer stärker mit einer höheren Komplexität und auch mit einer höheren Unsicherheit zur Entwicklungszeit konfrontiert ist. Also man weiß zum Beispiel nicht bei einem autonomen System, was in dem dynamischen Kontext so alles passieren kann, ne? Mit was für Begebenheiten das System konfrontiert wird und so weiter. Und die Idee ist, dass man eben nun das System in die Lage versetzt, selbst zur Laufzeit gewisse Safety Engineering Aktivitäten sozusagen durchzuführen. Und diese sind im Wesentlichen zunächst mal das aktuelle Risiko zu bewerten, also das Risiko im Hinblick auf eigene Verhaltensvarianten, aber auch auf, natürlich ganz stark basierend auf den Begebenheiten, die gerade im Kontext herrschen. Dann die Fähigkeit des Systems, auch die eigenen safety-bezogenen Fähigkeiten dynamisch zu bewerten, denn auch die können sich ständig ändern. Und zu guter Letzt die Operational Design Domain zu monitoren, weil nämlich ein System ja immer im Hinblick auf einen Einsatzkontext entwickelt wird. Und wenn nun das System zur Laufzeit entdeckt, dass es überhaupt nicht mehr in seinem Heimatkontext sozusagen drin ist, dann muss man natürlich auch entsprechend Konsequenzen ziehen und vielleicht angemessen reagieren, den Betrieb einstellen oder halt in irgendeinen degradierten Modus verfahren. Und dieser Ansatz ist natürlich jetzt nicht unbedingt spezifisch für Systeme mit Machine Learning Komponenten, aber die vorgenannten Ansätze können natürlich wunderbar hier integriert werden im Sinne von der dynamischen Bewertung der eigenen Fähigkeiten und auch der Bewertung des Risikos. Nun sind wir auch schon am Ende des Vortrags angekommen und ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Das Fraunhofer JES sieht sich als Enabler für die Entwicklung von verlässlichen KI-Systemen der Zukunft. Ich spreche hier für die Abteilung Safety Engineering, aber auch unsere Abteilungen bezüglich Innovation Engineering, Software Systems Engineering und Data Science sind ganz stark in dieses Themenfeld involviert. Und wir haben uns am JES zusammengefunden zu einem Fokusthema Dependable AI, unter welchem Schirm wir sehr eng zusammenarbeiten. Entsprechend ist es unser Ziel und unser Anspruch, eine Ende-zu-Ende-Lösung zu bieten. Angefangen von der KI-Strategie über Modellbildung, Data Science, über die Quality Assurance-Strategie und Umsetzung, Systemarchitektur und Implementierung, also der komplette Lifecycle, das komplette W-Modell, das auch vorher gezeigt wurde, ist Teil unseres Scopes. Unser Anspruch ist natürlich, des Weiteren innovative Lösungen zu bieten. Und all diese Lösungsbausteine, die ich auch angeschnitten habe und einige mehr, wurden bei uns in den letzten Jahren maßgeblich entwickelt. Und es gibt entsprechend auch eine große Reihe an Publikationen und anderen Quellen zu diesen Arbeiten. Falls Interesse besteht, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diesbezüglich anfragen und wir eben das Thema gemeinsam vertiefen können.